So, und ja, letzte Folge wieder fehlende Axt. Es ist mir dann doch wie Schuppen von den Augen gefallen. Wir hatten ja unseren Zaun abgebaut, um den zu versetzen. Und dabei ist ja dann die Axt hops gegangen. Also alles gut, die Axt ist nicht irgendwie disappeared. Also doch, letztendlich schon, aber aufgrund eines normalen Standes. Und nicht durch Magie. Genau. So. Das heißt, wir können ganz beruhigt weiterbauen. Ist alles normal. Schönes Fenster übrigens. So ein Baum kommt auch ins Hotel rein. Der wird zwar von der Höhe leider nie reinpassen, aber ist egal. Die Krone oben können wir ja abschneiden. Wenn unten so der Stumpf alleine dasteht, sieht garantiert voll geil aus. Tja, ich bin am Überlegen. Wenn wir da hinten jetzt ein Dorf bauen, dann würde ich auch gerne irgendwie bis nach da hinten ein Gleis verlegen. Aber ich habe keine Ahnung, wie zur Hölle wir hier ein Gleis verlegen wollen. Weil hier passt halt nirgendwo ein Gleis hin. Was halt eine Idee wäre, wäre, dass wir das Gleis erstmal hier gerade ziehen und dann mit dem Gleis, klar. Mit dem Gleis gerade quasi durchziehen und dann quasi bis hier vorne gehen und dann erst schräg, sodass wir quasi da hinten direkt auf die Hauptinsel treffen. Dass wir quasi das hier alles komplett umschiffen und direkt hier rüber gehen. Weil hier ist das Meer sowieso flach. Von daher bietet es sich halt hier halt an. Ne? So technischer Natur gesehen quasi. Aber ich würde mal sagen, das ist alles noch Zukunftsmusik. Erstmal kümmern wir uns. Boah, Alter, schon wieder fertig gewachsen hier. Was denn los? Erstmal kümmern wir uns um den Dorf als solches. Und ganz ehrlich, da vorne ist eine Station. Die paar Meter, wenn die. Ups, ich habe hier gar keine neuen Dinger gepflanzt. Upsala, was ist hier los? Die paar Schritte, wenn die Dorftrottel, wollte ich gerade sagen. Fun Fact, ich bin selber einer. Wenn die ja wohl mal zu Fuß gehen können. Ist man ja im Dorfleben sowieso gewohnt, ein bisschen zu Fuß zu gehen. So. Ah, fast perfekt. Einer ist übrig geblieben. Arschloch. So, okay, das heißt, hä? Der Apfel wächst hier trotzdem, obwohl die Blätter drumherum alle schon längst weg sind? Interessant. Okay. Scheinbar verschwindet der Apfelspawnpunkt erst dann, wenn der gesamte Baumstamm verschwunden ist oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das implementiert ist. Weil die Äpfel scheinen sowieso feste Spawnpunkte zu haben, ne? Von daher. So, jetzt mal überlegen, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Irgendwas wollte ich doch mit einer Axt machen. Ach klar, hier, genau, hier, die ganzen Bäume fällen. Ich schon wieder. Ha. So, jetzt wird es ein bisschen Dreck. Oh Gott, wir sind ja schon voll. Warum sind wir schon wieder voll? Ach, scheiß jemand dann. Hab ja gerade die Rucksäcke alle leer gemacht. Da können wir die ja wieder voll machen. Easy. Achso, das ist hier diese Shield Gravel. Das packe ich mal extra. Damit das hier mal ein bisschen thematisch getrennt ist. Oh, ernsthaft jetzt? Weg, 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 weg. Haufenweise Mist haben wir hier rumzufliegen, ey. Das ist nicht mehr normal. Egal. So. Achso, Spitzhacke. Axt meine ich doch. Danke. Bitte. So. Okay. Hohoho. Eigentlich haben wir die Backpacks dabei. Wir werden jetzt hier so viel Laub sammeln. Was ist denn hier los?
Der war ja schon tief runter hier. Wir werden so viel Kacklaub sammeln, das wird Katastrophe werden. Dass das mal klar ist. Oh mein Gott. Es ist schon wieder so viel. So, was wir hiermit machen, müssen wir dann auch mal gucken. Wobei hier sowieso nichts runter. Ich glaube, wir packen hier einfach ein Brett, eine Holzbrett drüber. Dann passt das schon. So. Okay, dann einmal hier zu machen. Erstmal alles wieder schön zu machen hier. So. Eigentlich können wir auch gleich hier diesen Sandhügel entfernen. Den wollte ich ja auch entfernt haben. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Dann kann das Ding aber auch gleich weg hier. Genauso wie du den gleich weg kannst. Das kann sowieso weg. So, sieht schon mal relativ gut aus. So, okay. Dann würde ich mal sagen, das hier mal ist, er ist ja schlimm. Eines Tages werden wir hier wieder mit so normalen Werkzeugen arbeiten müssen, so mit Holzwerkzeugen. Und dann werden wir einfach vor Geschwindigkeit, also vielmehr vor Geschwindigkeitsdefizit, einfach sterben. Einfach direkt sterben. Achso, ich wollte hier meine Brote essen. Ha! Egal. Ja, ne? Und dann, ja. Wenn wir in die ewigen Jagdgründe gehen, weil wir uns zu sehr an die Rainbow-Kacke gewöhnt haben. Ups, ich bin schon wieder voll. Oh mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Ja. Heilige Kacke. Das wird ein Spaß werden. Aber zumindest haben wir hier eine schöne große Fläche. Ich habe keine Axt dabei. Keine Spitzhacke. Haben wir hier eine schöne große Fläche, wo wir dann direkt schön das Dorf bauen können. Ich glaube, das reicht erstmal für den Anfang. Später können wir uns dann noch nach da hinten erweitern oder sowas. Das ist ja optional möglich.
So, die nächste Schippe ist gleich kaputt. Macht aber gar nichts. Okay. Da fliegt ein Stein hier, Alter. Fehler in der Matrix. So, ich bin am Überlegen, ob wir da vorne die Hügel auch noch entfernen. Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal hier an. Und dann gucken wir mal weiter. So. Bye, Ronny. Was? Hab schon über ein... Achso, ha, Mese. Warum hat die so viel Mese? Ich will auch Mese haben. Wobei, mittlerweile haben wir ein bisschen Mese. Das geht ja. So, jetzt ist die Frage. Wie fangen wir hier designtechnisch an? Ich würde den Weg hier erstmal gerade durchziehen. Macht das Sinn? Ich hoffe es. Und die nächste Schippe kaputt. Zum Glück habe ich damit gerechnet. So. Jetzt kommt hier Gravel rein. Der Gravel ist in irgendeiner Tasche. Verschwunden und kommt nicht mehr raus. So, damit ist dann dieser Shield Gravel auch bald leer. Weißt du was? Komm. So, der Baum. Wow. Architekt, wollte ich ein bisschen Kobbelkackzeug hier hinbuddeln, ja? So, der Baum markiert das Ende dieses Weges. Jetzt können wir. Alter, ich sterbe hier gleich. Her damit. Dankeschön. Danke. Da kriegst du ja eine Macke, kriegst du da. So, ich würde gerne so kleine Häuschen bauen, die wir aber so ein bisschen umzäunen. Ne, so dass sie quasi so einen kleinen Gartenbereich haben. Muss nicht groß sein. Die Häuser als solche sollen auch gar nicht groß sein. Die sollen eher so schon klein bleiben. Hier können wir schon mal so ein paar Beete machen oder so. Keine Ahnung. Wie gesagt, hier lasse ich das mal frei. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Holz. Wir haben, wenn wir jetzt irgendwas massig haben, dann Holz. Achso, ne. Hä? Okay, so viel Holz haben wir gar nicht bekommen. Tatsächlich. Na gut, ich würde sagen, am meisten Holz werden wir tatsächlich... eigentlich egal. Wir können ein bisschen Mischkultur machen. Ein bisschen das Holz verwenden. So, daraus werden wir also ein paar Häuschen bauen. Ich würde mal sagen... Wir brauchen auch noch Zaun. Okay, erstmal brauchen wir Platz. Wir brauchen erstmal Platz. Wenn wir irgendwas brauchen, dann Platz im Inventar. Das nimmt er hier, das nimmt er hier Ausmaße an. Das ist ja Katastrophe. So. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Platz hier. Are you fucking kidding me? So, folgendes. Ich würde gerne diese Häuser ein bisschen bunt gestalten. Wollen mich da draußen eigentlich meint ihr das persönlich oder eher nicht so? So,
Und dann hier auch noch mal. Ungefähr so. Dann brauchen wir ganz viele Stöcker. Und jetzt... Was ist, wow, ist genau ein Stack dabei rausgekommen. Lol. Jetzt brauchen wir... Mann. Jetzt brauchen wir... ein bisschen was von dunklem Zaun. Ja, komm her damit. Und ein bisschen was von hellem Zaun. Ungefähr so. So, und jetzt hatte ich halt eine Idee, dass wir das ein bisschen so bunt abwechselnd machen können. Weil das auch schon ein bisschen dumm ist. Nee, wir machen das nicht abwechselnd, wir machen das schon, also einfarbig, die Häuser. Das heißt, der Zaun ist so ungefähr so. Das, dann kommt dann quasi hier so, ne, so der Eckpfeiler hin. Das Haus ist dann so, na sagen wir mal 5 breit. Kommt hier so der nächste Eckpfeiler hin. So, in die Richtung ist das Haus nur 4 breit. Eckpfeiler. 4 breit. Perfekt. So. Dann kommt hier eine kleine Wand hin. Hier hinten ist die Wand auch durchgehend. Upsala. Fenster mache ich erstmal keine. Das sollen eher so kleine Bungalows werden, so ganz kleine Gebäude, so, ne, werdet ihr schon sehen, so ungefähr von der Größe her. Werdet ihr sehen, was ihr davon habt. Okay, selbst dafür haben wir zu wenig Holz. Interessant. Wir brauchen definitiv mehr Holz. Aber unser Inventar ist jetzt schon quasi voll. Oh Gott. Egal. So, dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Holz. Ungefähr so. Ob ich hier noch mal eine Tür reinmache? Ich weiß nicht. Gibt es so eine helle Tür? Nee, ne? Nee, gibt es nur diese dunklen Türen. Gut, dann lasse ich das auch mal mit den Türen. Dann kommt jetzt hier quasi noch mal Zaun drumherum. Ich fasse es mit dem Loch sogar relativ genau. Dann können wir das Loch sogar hier lassen. Können wir das quasi in die Landschaft einfließen lassen. So. Och nein. Ach Mann. Ich will auch die Pflanzen weitestgehend retten. So. Dann kommt hier noch ein schönes Dach drauf. Und von diesen Häuserarten, ne, kommen dann hier so ein paar hin. Kommt hier so kleine Straßennetz hin und jeweils mit ein paar Häusern immer. So habe ich mir das so vorgestellt. So denkenderweise. Brauchen wir aber auch noch diverse Dachziegel. Wir werden eine ganze Menge Holz und Stein brauchen. Ne, die Dächer, die will ich... Aus was denn eigentlich? Könnten wir eigentlich tatsächlich aus dem Zeug hier bauen? Da haben wir noch ein bisschen was. Wir gucken mal, was wir für Materialien über haben. In unseren prall gefüllten Kisten. Dass der mal einen Apfel auf dem Weg rumliegen muss. Wer macht denn so einen Scheiß? So, ja, hier haben wir soweit gar nichts. Daraus könnten wir tatsächlich das Dach machen. Da haben wir ein bisschen was von. Dann hat das auch endlich mal einen Zweck, ne? Macht ja irgendwo Sinn.
So, dann gucken wir mal hier mit Holz. Hier haben wir noch diverse Türen und so ein Scheiß. Türen und Zäune. Die können wir das ganze Zeug auch mal verbraten. Bevor wir immer wieder das Rad neu erfinden. Nee, die lassen wir mal drinnen. Die passen optisch nicht rein. Ach, hier haben wir noch massiv. Guckt mal hier. Alter, wir haben hier noch. Oh mein Gott. Hä? Achso, halt, das ist was anderes. Das ist anderes Holz. Das brauchen wir. Und das. Da haben wir ja noch massig Holz hier rumliegen, Alter. Und ich fäll die ganzen Bäume. Ich meine, die müssen sowieso weg, ja, aber. So müssen wir wenigstens nur das fällen. Achso, halt, Dachziegel. Ah, ne, doch, habe ich ja. Halt, Säge. Wir brauchen noch eine Säge. Ne, so müssen wir wenigstens nur die Bäume fällen, die auch wirklich im Weg sind. Und nicht hier einfach random alles. So, du kommst bitte mit. Dankeschön. Genau, das Ding vorne habe ich schon abgebaut. Diesen Shield Gravel Shield-Dingsums da, das Ding da. Ah, ob ich den überhaupt nochmal verwende, mal gucken. Ich meine, privat nutze ich den sehr gerne, aber ich glaube, mal im Let's Play lohnt sich das einfach nicht. Ja. So, die Säge kommt mal direkt hier in den Eingang. Einfach da, hier ist sie ein bisschen so zentral, ne? Hier geht sie jedem auf den Sack, wobei geht eigentlich sogar. Passt doch so schon rein in die Ecke. So, wir brauchen vor allen Dingen Platz im Inventar. Ach scheiße, ich wollte mein Inventar ein bisschen aufleeren. Zur Not stellen wir hier einfach mal temporär ein paar Kisten hin. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Komm, ich hole mir noch ein paar Kisten. Wenn wir sowieso schon so im Rumrennen sind, ne, dann können wir hier mal ein paar Kisten holen. Davon haben wir noch ein paar rumstehen. Bitte ins Haus rein und nicht daneben rumkrakeln. Halt, nee, da war hier oben. So, dann haben wir nämlich für das ganze Gerümpel, für den ganzen Dreck, Kack, Arsch. Wo sind die ganzen Kisten? Oh, nee, ne? Jetzt wo ich die. Warum sind die hier oben? Ist doch Holz. Verstehe ich nicht. Wer macht denn so einen Scheiß immer? Immer diese Hilfsarbeiter hier ist ja. Boah, ey, das regt aber auf hier. So, dann stellen wir die nämlich einfach hier überall so rum und hin und du musst weg. Nee, du kannst da bleiben. Ne? Dann haben wir hier so ein bisschen Scheiße. So und so und ja, weiß nicht, so und so zum Beispiel. Und dann können wir hier noch eine hinstellen, so und so. Und dann können wir noch so eine hinstellen. So, keine Ahnung. Einfach damit wir hier mal ein bisschen Gerümpel loswerden können. So ganze Blätter, das ganze Gras, Kack, Scheiß. Dieser ganze Mist, der hier anfällt. Ich räume erstmal hier das rein, was wir brauchen an Baumaterial. Dann habe ich ein leeres Inventar und kann da nämlich den ganzen anderen Scheiß erstmal wieder aus den Taschen rauspacken. So, Blumen können wir gleich hier mit reinklatschen. Machen wir mal hier. Du auch, du auch. Du auch. Du auch. Den Scheiß schmeiße ich einfach noch hier alles mit rein. So, feiern. Okay. Backpack. Dankeschön. Der ganze Scheiß kommt wieder komplett raus. So. Das kann hier wieder mit rein. Ach, wisst ihr was? Kommt her mit. So, dann die nächste Tasche. Lalalala. Dankeschön. Wie
Regras versucht, Ordnung zu erkennen. Es gibt nicht wirklich eine. Ich versuche nur, alles, was grün ist, hier zu haben. Und alles, was anders ist, hier zu haben. Also quasi voll die Rassisten-Variante. Das ist eine rein arische Kiste. Da darf nur Grünzeug rein. Weil ganz ehrlich, Nazis waren auch nicht mehr wert als Grünzeug. Autsch. Das tut mir überhaupt nicht leid, dass ich so scheiße bin. Okay. Genau, Türen wollten wir keine reinmachen. Aber wir wollen jetzt mal ein Dach bauen. Das heißt, wir brauchen unsere komische Kacke hier. Da, halt. Wir nehmen gleich mal beide mit. Und dann gucken wir mal, wie wir das am dümmsten machen. Ich würde hier einfach so eine Dinger verwenden. Aber wir brauchen auch die Spitzen davon. Das, genau, die Dinger hier brauchen wir auch noch. Das heißt, wir packen erstmal... Ja, komm, ganz ehrlich, hier, fuck off. Kann man ja im Falle eines Falles rekombinieren, hoffe ich. Und wenn nicht, dann ist mir das doch irgendwie ein bisschen egal. Wobei, doch, die kann man rekombinieren. Alles andere macht ja keinen Sinn. Okay, ich nehme alles zurück. Man kann die nicht rekombinieren. Was? Wieso kann man die nicht rekombinieren? Was? Macht überhaupt keinen Sinn. Was? Wer ist die Dinger überhaupt? Outer. So, die soll man nicht rekombinieren können? Verstehe ich nicht. Wo sind die überhaupt? Hä? Mami. Okay, man kann daraus schon mal wirklich nichts machen. Schindel. Terrakotta dachte ich, Alter, wollt mich verarschen. Ah ne, daraus kann man scheinbar wirklich gar nichts mehr machen. Nein, das ist halt so. Für die Wissenschaft. Ach scheiße, wir brauchen noch einen Schraubendreher. Upsala. Wobei, das kriegen wir auch so hin. Oder? Ne, kriegen wir nicht hin. Kriegen wir das so hin? Ne, das war nämlich klar. Das war klar wie Kloßbrühe. Das musste so kommen. Gut, dann arbeiten wir da einfach wieder mit Dirt. Dann nehmen wir halt die dreckige Variante. Wortwitz des Grauens. Ja, danke. Lass mich bitte rauf. Ein Hurensohn. Oh Mann, das wird eine Aktion. Egal, das erste Haus dauert ein bisschen länger. Ab dem zweiten Haus wissen wir es dann ja, wie es geht. Upsala. So schon mal nicht. Och, ernsthaft jetzt? Komm, einfach so hier. So. Easy. Das können wir nämlich hier so machen. So machen. Und dann müsst ihr noch eine Ebene rauf. Das gibt eine Katastrophe. Das für ein Haus. Das dauert dort schon so lange. Ich dachte, wir können einfach mal kurz eine Stadt hochziehen. Das dauert vielleicht nur zwei, drei Folgen. Aber nee. Scheinbar doch nicht. So, dann kommt hier nämlich wieder so rauf und so rauf. Und dann hier wieder. Holla, die Waldfee. Ja, hier oben muss man mal gucken, wobei hier passt locker noch zwei Ebenen drauf. Gott. Zum Glück haben wir schön viel Hupsala, schön viel Bausand mitgenommen. Das Problem ist halt, wir verbrauchen doch viel mehr Sandziegel, als ich dachte. Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen Sandziegel brauchen. Also hier diese Sandstein, also das was ich gerade verbaue. Meine Fresse. Ihr wisst doch genau, was ich habe, meine.
So, jetzt müssen wir hier nämlich nochmal eine Ebene drauf machen. Das heißt dann so, 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 so. Was ist denn hier passiert? Was soll denn der Scheiß? Und so. Und dann kommen noch hier die Dinger hin. Das reicht nie im Leben. Das reicht vielleicht für zwei Häuser, was wir haben. Vielleicht ist das Dach doch ein bisschen sehr spitz. Gut, okay, also jetzt mit dem Satz sieht es natürlich doch beschissen aus. Gebe ich schon irgendwie zu. Motizia ist das Japanisch. Englisch? Mochi. Einfach nur hi. Ich hoffe, sie wird diese Folge nie gucken. Ich verstehe es nicht. Denken Leute nicht nach? Haben die keinen Respekt vor Let's Player? Die müssen doch damit rechnen, dass die in irgendeinem Let's Play landen und die Let's Player versuchen werden, ihren Namen auszusprechen. Wie kann man sich denn solche Namen geben? Gemeines Gesindel. So, wie müssen wir jetzt die ganze Erde wieder abbauen? Yeah, das erste Haus ist fertig. Und ja, den Boden lasse ich tatsächlich so. Erstmal. Vielleicht können wir den später noch bei den Häusern dann ausbessern. Aber erstmal habe ich nicht vor, hier noch was zu verändern. Sondern genau so, wie die Häuser jetzt sind, einfach so zu lassen. Weil die Häuser sollen ja quasi nur als Deko-Elemente dienen. Die sollen ja keine wirkliche Funktion haben. Von daher, von außen sieht es gut aus und das passt. Ja doch, das sieht doch geil aus. Das sieht doch richtig schön aus. Easy. Nice. Sieht halt aus wie so ein Wüstenhaus. So komplett in hell und alles hell und hell. Oh, hier liegt Stroh rum. Ist zwar kein Stroh, aber ihr wisst, was ich meine. So. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Okay, dann würde ich mal sagen, sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Jetzt wissen wir, wie wir bauen müssen. Die nächsten Häuser sollten also ein bisschen schneller gehen. Programm beenden. Ron, was? Hat sie gerade was geschrieben, als wir gerade rausgegangen sind? Scheint so. Naja, bis zur nächsten Folge.